Es ist Samstag. Juhu! Unser erster Urlaubstag. Die Espresso steht. Es ist alles scheinbar gut. Wind, Sturm hat hier alles überstanden. Der Mast steht. Selbst die Planen sind noch einigermaßen in Ordnung. Also bis jetzt läuft es sehr gut. Wir hatten keinen Stau. Wir sind gespannt, wie das Einkranen jetzt läuft. Wir waren schon mal beim Hafenmeister. Auch da wurde uns signalisiert, dass alles kein Problem ist. Wir fangen an, das Boot ans Auto zu machen. So, unsere Plane hat es dann doch ein bisschen zerrissen, wie man hier sieht. Aber ja, nur ein kleiner Schaden, ist nichts weiter Schlimmes. Müssen wir jetzt mal alles einsammeln. Wir haben auch Steine zur Befestigung oben hingelegt, die müssen wir jetzt noch runterholen. Aber das sind Kleinigkeiten. Aufmachen. Auf. Gucken wir. So. Doch. Und so. Jetzt gucken wir da mal rein. Und ja. Doch sehr gut aus. Noch alles trocken. Sehr schön. Unsere Kajüte. Nur lediglich die eine Matratze ist umgefallen. Sonst alles okay. So, das Boot ist im Wasser, wir haben es geschafft und es hat alles gut gegangen, Hafenmeister war super nett. Jetzt geht es darum, das Boot aufzubauen komplett, dann einzuräumen und ich glaube in der Zwischenzeit werden wir auch mal ein erstes Ankerbierchen naschen, weil alles so toll geklappt hat. Und das Wetter ist toll. Ja, das Bier ist leider warm. Na gut, es gibt Schlimmeres. So, jetzt wird das Sperrgrunddeck gekörpelt. Wie viele Umdrehungen sind das ungefähr? 120. Ach nur, das ist doch ein Klacks. Guckt, ob sauber ist, bitte. Ist in Ordnung. Oh.
herrlich, das Boot ist sauber. Ich bin fix und alle. Es ist spät geworden. Wir haben jetzt fast 7 Uhr oder tick später sogar. Wir haben es geschafft. Das Boot ist aufgebaut. Alles vorhanden. Ah, da seht ihr es. Wir haben gerade noch ein. Und jetzt haben wir uns auch wirklich was verdient zu essen und zu trinken. Es war mehr Arbeit als gedacht. Und das Komische ist, wir haben eine ganze Menge zu Hause vergessen. Das heißt, wir mussten uns schon Ersatztauwerk besorgen, weil wir einfach irgendwo in irgendeiner Tasche das zu Hause haben stehen lassen. Aber kein Problem, es hat funktioniert. Morgen müssen wir noch für die Genua die Schoten kaufen. Zum Glück sind wir hier im Ultramarin und wir kriegen das alles. So, Mücken fliegen schon rum. Das Statement zum heutigen Tag. Ich bin platt, will jetzt nur was trinken und was essen. Und dann im Schlafsack. Ja. Ich dachte auch, wir hätten alle Schnüre und alles dabei, aber leider haben wir relativ viel vergessen. Somit müssen wir morgen hier im Ultramarin noch mal das eine oder andere einkaufen gehen, gerade was die Genua-Schot betrifft. Kein Problem, das ist ein Fachhandel. Wir, glaube ich, kriegen alles, was wir wollen. Wir sind echt platt, obwohl eigentlich war es relativ simpel, das aufzubauen und nur mit Boot reinlassen, früh aufstehen, die Fahrt hierher, Hänger holen, Hänger wegfahren, Gepäck holen, rein, raus, hin und her. Also wir waren jetzt gute 12 Stunden auf den Füßen und jetzt haben wir uns wirklich ein Abendessen verdient und ein paar Schöppchen. Und, aber auf morgen freuen wir uns, das Wetter ist gut angesagt. Ich glaube, wir werden morgen eine schöne Segeltour machen. Und wenn auch kein Wind ist, dann fahren wir halt unter dem Motor irgendwie ein bisschen raus und genießen den sonnigen Tag. Und das ist das allemal wert, dass wir so einen Aufwand heute hatten. Aber so ist nun mal Segeln, ne? Deswegen, das lohnt sich auf jeden Fall.